Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar zeige ich euch die besten Schüsse in EA FC 24. Die Rede ist von zwei unterschiedlichen Schüssen, die an sich vom Prinzip ähnlich sind. Die werde ich euch heute hier vorstellen. Und ich sage euch eine Sache, wenn ihr das drauf habt, dann werdet ihr zu 1.000.000% viel mehr Tore schießen in der Weekend League. Ich habe letzte Weekend League mit meinem Main-Team 20-0 geholt und mit meinem RTG-Team 20-0 geholt. Und ich habe unfassbar viele solcher Tore geschossen. Und ich werde euch das Ganze natürlich auch zeigen anhand von Gameplay-Beispielen. Dann werde ich euch zeigen, welche Spieler diese Schüsse ausführen können. Aber zunächst einmal werde ich euch erstmal erklären, um welche Schüsse es geht. Ja, lasst gerne ein Abo auch da. Ihr feiert die Tutorials unnormal. Ich freue mich extrem, wenn ich euch dadurch weiterhelfen kann. Deswegen gerne ein Like da lassen, ein Abo und ein ehrliches Feedback in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. So, Freunde, die Rede ist von unter anderem dem normalen Finesse-Schuss. Der normale Finesse-Schuss wird ausgeführt, indem man R1 drückt und gleichzeitig auch Kreis. Das heißt, wenn ich den Schuss ausübe, drücke ich R1 und Kreis gleichzeitig. So wird der Finesse-Schuss ausgeführt. Dieser Finesse-Schuss ist unfassbar overpowered aus dem diagonalen Winkel, vor allem an der 16er Ecke, nachdem man eine Ballrolle gemacht hat. So, Paradebeispiel, das ist der Finesse-Schuss, der so overpowered ist. Das bedeutet, wir befinden uns hier mit einem Linksfuß auf der rechten Seite, bewegen uns hier am 16er Rand, dann dringen wir rein Richtung 16er, machen eine Ballrolle auf den linken Fuß, drücken dann Kreis und R1 und packen dann den Finesse-Schuss aus. Das ist Schuss Nummer 1 und ich zeige euch direkt auch gleich Schuss Nummer 2. Und zwar den Trivella-Schuss, also das Gegenteil vom Finesse-Schuss, nicht mit der Innenseite, sondern mit der Außenseite. Das kann ein Griezmann unter anderem auch. Ich werde euch dann zeigen, welche Spieler solche Schüsse können. Dieser Schuss funktioniert nicht mit R1-Kreis, sondern mit L2-Kreis. Also auch selbes Prinzip, nur wenn ihr den Schuss ausführt, drückt ihr nicht R1 währenddessen, sondern hinten hier L2. Gehen wir ins Gameplay rein. Vom Prinzip her genau dieselbe Seite. Diesmal Linksfuß nicht von der rechten Seite, sondern von der linken Seite. Wir befinden uns wieder hier am 16er Rand, machen dann eine Ballrolle weg vom Tor und machen dann den Außenrissschuss, im besten Fall auch noch mit grünem Time Finish. L2 und Kreis. So, das war die grobe Erklärung, wie die Schüsse funktionieren. Jetzt zeige ich euch, wer diese Schüsse kann und vor allem in-game, in welchen Situationen diese Schüsse perfekt sind. Und glaubt mir wirklich, wenn ich euch sage, das wird euch zu 100% verbessern in der Offensive. So, wir befinden uns jetzt bei meinem RTG-Team und ich zeige euch jetzt mal, auf welche Playstyles ihr achten müsst, wenn ihr diese Schüsse ausführen wollt und wenn ihr dafür sorgen wollt, dass diese Schüsse auch zu 100% drin sind, denn die sind zu 100% drin, aber nur bei gewissen Spielern. Wir haben jetzt hier Griezmann, Freunde. Er kann die Finesse-Schüsse, weil er hat den Playstyle angeschnittener Schuss. Er hat ihn sogar Playstyle Plus. Der ist gar nicht mal notwendig, dass er auf Gold ist. Der kann auch grau sein. Zeige ich euch gleich jemanden noch. Führt angeschnittene Schüsse deutlich schneller mit maximalem Effekt und mit außergewöhnlicher Präzision aus. Das sind die R1-Kreisschüsse, also die Finesse-Schüsse. So, was sind jetzt die Außenrissschüsse? Die Außenrissschüsse sind die Trivella-Schüsse. Und auch diesen Playstyle hat Griezmann. Und genau aus diesem Grund liebe ich Griezmann. Griezmann ist so overpowered, weil er beide Playstyles hat. Egal, ob er ihn in Gold hat oder in Silber, es reicht, wenn er ihn hier in Silber bzw. Grau hat. Trivella. Außenrisspässe und Außenrissschüsse werden kontextabhängig ausgelöst. Also die Außenrissschüsse sind viel, viel besser als bei den anderen Spielern. Das heißt, Griezmann erfüllt sozusagen beide Playstyles, kann mit Finesse von der rechten Seite mit links oder auch Trivella-Schuss von der linken Seite mit links. Welche Spieler können es noch? Unter anderem haben wir hier De Bruyne. Er kann auch die Außenrissschüsse. Ein Rechtsfuß von der rechten Seite, De Bruyne kann sie auch. Wir haben hier Leao. Leao kann die Außenrissschüsse nicht, aber er hat den Playstyle angeschnittener Schuss. Er kann zum Beispiel auch perfekt diese Finesse-Schüsse von der 16er-Ecke machen. Wir haben zum Beispiel auch einen Cancelo.
Cancelo hier. Cancelo kann auch die Außenrissschüsse. Also achtet auf Playstyle Trivella und achtet auf Playstyle angeschnittener Schuss. Angeschnittener Schuss Playstyle brauchen wir für die Finesse-Schüsse R1-Kreis und Trivella Playstyle brauchen wir für die L2-Schüsse, also für die Trickschüsse Außenrissschuss mit L2-Kreis. Jetzt zeige ich euch die Ingame-Sequenzen. So, ich habe hier ein paar Clips gemacht. Wir zeigen euch jetzt erstmal den angeschnittenen Schuss. Oft auch nach einer Ecke habe ich jetzt hier mit Griezmann den Ball. So, perfekter Spot, denn ich befinde mich an der 16er Kante. Da wollen wir hin, da müssen wir hin, um diese Schüsse auszuüben. So, was machen wir jetzt? Wir sind mit Griezmann ein bisschen reingelaufen, ist kein Problem, weil wir werden jetzt gleich die Ballrolle ausführen. Die Ballrolle, wenn ihr den Finesse-Schuss macht, Richtung Tor. Also die Ballrolle in dem Fall nach rechts. Die Ballrolle wird ausgeführt und jetzt haben wir den perfekten Spot für einen R1-Kreisschuss. Den führe ich jetzt mit Griezmann aus und der Ball ist drin. Nochmal im Schnelldurchlauf, Griezmann hier beim Schuss und ihr seht es, ich treffe ihn auch noch auf grün. Probiert es, ihn auf grün zu treffen, dann ist er zu 100% drin. Auf grau ist er auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit drin. Aber wenn ihr das drauf habt, probiert es auch mit grünem Time-Finish und dann ist der Torwart chancenlos. Nächste Situation, Walker über außen, spiel jetzt hier Griezmann frei. Und jetzt haben wir eine Situation, ich habe es ausprobiert die ganze Zeit, die mal nicht an der 16er Ecke ist. Also eigentlich eine Situation, wo wir sagen, würde ich gar nicht probieren. Aber wenn ihr Spieler wie Griezmann habt, dann könnt ihr die Finesse-Schüsse auch aus dem Zentrum machen. Dann könnt ihr die Finesse-Schüsse aus dem Zentrum machen, wenn ihr sie vor allem auf grün trifft. Von außen sind sie noch krasser und noch effektiver, auch wenn ihr nicht auf grün trifft. Aber aus dem Zentrum, wie jetzt zum Beispiel von hier, klappen sie mit dem richtigen Playstyle halt auch optimal. In dem Fall eben auch wieder Griezmann. Ich zeige euch jetzt aber viele, viele andere und weitere Beispiele. So, jetzt haben wir eine Situation für den Trivella-Schuss. Also sozusagen den L2-Trickschuss. Und auch den kann natürlich Griezmann ausführen. Und jetzt achten wir mal drauf. Wir sind wieder an der 16er-Ecke, führen jetzt einen Schritt rein, machen jetzt die Ballrolle, wichtig, zum Tor, Ballrolle zum Tor und führen jetzt den Trivella-Schuss aus. Ich treffe ihn nicht mal auf grün. Ich treffe ihn nicht mal auf grün und schaut mal, der Ball geht einfach easy ins Tor. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie viel habe ich aufgeladen? Auch da schauen wir mal nach. Ihr seht es, man muss schon viel aufladen. Links unten seht ihr es. Über 3 Balken, circa 3 Balken würde ich euch raten. Also ihr müsst da auf jeden Fall draufhalten. Ansonsten wird es schwierig. Aber selbst ohne grünen Time Finish ist der Ball halt im Tor. So, nächste Situation. Jetzt spielen wir hier Hansen frei. Perfekte Situation. Hansen hat übrigens auch die Playstyles, Trivella vor allem. Rechtsfuß sind jetzt hier im 16er-Eck, führen jetzt die Ballrolle Richtung Tor, ganz wichtig, die Ballrolle für die Ausrichtung. Die Ballrolle sorgt dafür, dass ihr die perfekte Ausrichtung habt. Und mit der perfekten Ausrichtung klappt das Ganze auch jedes Mal. Haben jetzt L2-Kreis gedrückt, wieder über 3 Balken, knapp über 3 Balken aufgeladen, treffen ihn nicht mal auf grün und trotzdem ist der Ball im Tor. Nächste Situation, wieder Hansen, wieder nach einem Eckball, also das ist auch eine Eckball-Variante das Ganze. Ihr könnt es natürlich im Spiel machen, aber nach einem Eckball schafft ihr es halt immer wieder, diesen Raum hier frei zu machen. Das habe ich ja auch in meinem Eckball-Tutorial, könnt ihr gerne anschauen, habe ich ja auch gesagt, 2-gegen-1 Situation nach einem Eckball. Immer wieder dieser Raum hier, der frei ist, entweder die Flanke auf dem zweiten Pfosten, gerne Eckball-Tutorial anschauen, oder alternativ wieder Ballrolle in die Mitte rein, ausrichten. 16er Eck, Hansen wieder circa 3 Balken aufgeladen und dann Abfahrt, Trivella-Schuss, gib ihm. So, jetzt nächste Situation aus dem Spiel heraus, diesmal nicht von einer Ecke. Hansen haben wir jetzt hier freigespielt, Ballrolle ein bisschen zu schräg gemacht, würde trotzdem funktionieren wahrscheinlich. Dachte ich mir aber so, nee, mach noch einen Schritt mit rein und jetzt haben wir das Ganze sogar ohne Ballrolle gemacht. Und es klappt auch ohne Ballrolle, aber nicht immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit Ballrolle klappt, ist deutlich höher wegen der Ausrichtung. Aber hier das perfekte Beispiel. Es klappt auch ohne Ballrolle. Haben wir aber mit grünem Time Finish eben als Voraussetzung, dass ich hier auch treffe. Und dementsprechend auch aus dem Spiel heraus. L2-Kreis, wieder 3 Balken und Abfahrt. Hier haben wir wieder eine Ecke.
Wir machen mal einen Schnelldurchlauf. Mittlerweile habt ihr es, glaube ich, verstanden, worum es geht. Wieder freigespielt, Ballrolle, zack. Und schaut euch mal diese Traumtore an. L2-Kreis, wieder Abfahrt. Ja, Freunde, und das Ganze klappt wirklich gefühlt zu 100%. Wenn ihr die optimale Position habt, dann mit der Ballrolle eine optimale Ausrichtung habt, circa drei Balken dann auch noch habt, ein Spieler oder eine Spielerin mit Trivella bzw. angeschnittener Schuss-Playstyle und grünes Time-Finish trifft, dann ist der Ball zu 100% drin. Wenn eine der Faktoren nicht dabei ist, eine Ballrolle fehlt vielleicht oder grünes Time-Finish fehlt vielleicht, dann gehen diese Schüsse auch rein, nur halt nicht mit so einer hohen Prozentzahl. Dementsprechend, Freunde, wirklich, probiert das aus, nutzt das, trainiert das, angeschnittener Schuss, R1-Kreis oder Trivella-Schuss, L2-Kreis. Probiert es mit Time-Finish, wenn ihr das nicht könnt, probiert es ohne Time-Finish, wird auch funktionieren. Immer wieder 16er-Kante suchen, immer wieder freispielen, Ballrolle in Richtung des Tores für die Ausrichtung und dann die Schüsse ausführen. Und ich sage euch eine Sache, ihr werdet ein Tor nach dem anderen damit schießen, wenn ihr das Ganze irgendwann mal drin habt. Ja, Freunde, ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Lasst gerne ein Feedback in den Kommentaren da, lasst gerne Liebe da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.